In diesem Video erkläre ich euch das Gleichsetzungsverfahren. Das heißt, ihr seht da oben schon wieder das Kochrezept. Ich finde es viel, viel einfacher, das jetzt an diesem Beispiel einmal zu zeigen. Das heißt, wir haben hier zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. So, unbekannt x1 und x2 jeweils. Jetzt steht dort oben, erstens, also wir gucken jetzt ins Kochrezept, auflösen beider Gleichungen nach der gleichen Variablen. Das heißt, hieraus werde ich jetzt das Ganze einmal nach x1 umformen. Das heißt, wir bringen jetzt erstmal die 3x2 rüber, also steht dort 12 minus 3x2. Und dann teile ich das Ganze noch einmal durch 2. Also steht hier aus der ersten Gleichung wird dann x1 gleich, und das ist schon ein Tacken schwieriger, 6 minus 1,5 x2. Okay, jetzt muss ich das Gleiche auch noch hier unten mit der zweiten Gleichung machen, also auch noch mal mit dieser. Das heißt, daraus wird dann, wenn ich jetzt das x2 rüberbringe, dann steht dort schon ganz einfach x1 gleich x2 plus 1. So, das heißt, ersten Schritt hier oben, Kochrezept, fertig. So, Gleichsetzen der anderen Seiten der Gleichung. So, das bedeutet, jetzt wo wir hier beides als x1 definiert haben, können wir den rechten Teil markiere ich jetzt mal hier mit rot, das hier können wir gleichsetzen. So, das bedeutet, wenn wir jetzt Schritt 2 machen, also zweitens, dann steht dort 6 minus 1,5 x2 gleich x2 plus 1. So, jetzt formen wir das Ganze nämlich drittens nach der hier enthaltenen Variablen um, also nach x2 umformen. Das heißt, ich bringe jetzt zum Beispiel einmal die minus 1 rüber, dann steht hier links schon nur noch 5, und ich bringe plus 1,5x rüber, x2 rüber, dann steht hier nämlich 2,5x2. Kann jetzt noch durch 2,5 teilen und wir bekommen heraus 2, ups, nicht 2,5, sondern 2 natürlich. Also 2 ist gleich x2. So, das heißt, drittens haben wir damit dann auch fertig. Und jetzt brauchen wir nur noch den Schritt oben viertens nämlich. Und viertens ist nämlich dieses x2 oben in eine der Gleichungen einzusetzen. Das heißt, ich nehme die, die einfacher aussieht, nämlich die, ich markiere sie nochmal hier, also ich nehme diese hier, die sieht einfacher aus. Das heißt, x1 ist direkt 2 eingesetzt, 2 plus 1 macht also 3. Also haben wir x1 einmal heraus, also x1 gleich 3 und x2 gleich 2. Und das Ganze jetzt hier mit dem Gleichsetzungsverfahren. Also was haben wir nochmal gemacht? Wir haben einfach beide Gleichungen nach der gleichen Variablen umgeformt, haben das dann gleichgesetzt, deswegen auch Gleichsetzungsverfahren und ist dann ausgerechnet. Ja, ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen und wünsche euch weiter natürlich viel Erfolg.